Anna Maria Facichis Körper hat in den vergangenen Jahren einiges geleistet. Insgesamt hat die Frau von Bushido 8 Kinder zur Welt gebracht. Aus einer früheren Beziehung hat Anna Maria den 19-jährigen Sohn Morty. 2012 kam Tochter Aliyah zur Welt, das erste gemeinsame Kind der Facichis, ein Jahr später folgte die Geburt ihrer Zwillinge Jibreel und Laila. 2015 bekamen Anis, wie Bushido mit bürgerlichen Namen heißt, und Anna Maria noch einen Sohn namens Issa. Dieses Jahr wurde die Familie um 3 weitere Mitglieder erweitert. Im November 2021 brachte Anna Maria Drillinge zur Welt. Die 3 Mädchen hören auf die Namen Leonora, Naima und Amaya. Nach der Geburt ihrer Drillingsmädchen machte die 40-Jährige kein Geheimnis daraus, dass sie die zusätzlichen Schwangerschaftskilos schnell wieder loswerden möchte. Bereits vor einigen Wochen gab die achtfache Mutter ihren Followern diesbezüglich ein Update auf Instagram und verriet, dass sie noch 10 Kilo zu viel drauf habe. Die restlichen Pfunde wolle sie nun mit Sport verlieren, fügte sie hinzu und engagierte einen Personaltrainer. Nun zeigte sie ihren After-Baby-Body und veröffentlichte eine Liebeserklärung an ihren Körper. Nach 8 Kindern, Anna Maria ist stolz auf ihren Körper. In ihrer Instagram-Story postete Anna Maria einen Schnappschuss, der sie in Jogginghose und bauchfrei zeigt. Dazu schrieb sie glücklich: Ich war so ungeduldig mit meinem eigenen Körper nach dieser Geburt und doch hat er mich mal wieder überrascht und unfassbar stolz gemacht. Dazu fügte sie noch 8 Baby-Emojis hinzu, wohl um noch einmal zu verdeutlichen, was für eine Reise ihr Körper und vor allem ihr Bauch hinter sich hat. Und man muss sagen, man sieht ihrem Body die Strapazen tatsächlich nicht an. Anna Maria möchte keine weiteren Kinder mehr. Dabei war vor allem die letzte Schwangerschaft kein Zuckerschlecken für Bushidos Gattin. Bereits im Januar erklärte sie ehrlich: Mein Körper hat Unglaubliches geleistet. Ich hätte nie gedacht, dass er ohne große Schäden diese 3 Kinder zur Welt bringt, deshalb steht für sie auch fest, die Kinderplanung ist abgeschlossen. Ganz ehrlich, diese Schwangerschaft hat mich psychisch sowie körperlich an meine Grenzen gebracht, und irgendwie merke ich es jetzt erst, 4 Wochen nach der Geburt, wie erschöpft ich bin. Ich bin so unfassbar dankbar für meine 8 Kinder, aber ich will nie wieder schwanger sein, stellte sie in einer früheren Instagram-Story klar.